Den Flashforge Adventurer 5M könnte man, wenn der Schriftzug hier oben drauf nicht wäre, auf den ersten Blick fast mit einem Bambulab P1P vertauschen. Wenn man natürlich genauer hinschaut, sieht man, dass es kein Bambulab ist. Und warum das Ding für die Tonne ist und warum ich sage, kauft euch das Ding ja nicht, das erfahrt ihr in diesem Video. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Megorama.de und ja, ihr habt richtig gehört, ich bin von dem Teil nicht überzeugt. Das habe ich in den Livestreams schon ein paar Mal gesagt, aber ich möchte es jetzt in diesem Video noch mal ein bisschen detailliert ausholen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte wirklich große Hoffnung auf das Gerät gesetzt, als ich es gesehen habe. Vor allen Dingen für den Preispunkt, den das Ganze, wo das ganze Teil angeboten wird, nämlich unter 400 Euro, 399, was es, glaube ich, kostet. Und ich war echt gehypt, als ich das gesehen habe. Ich habe es direkt bestellt. Und es macht auch erstmal einen guten und grundsoliden Eindruck. Ja? Man hat hier überall an dem Rahmen, hier vorne überall, nicht nur irgendwelche Löcher drin, sondern da sind auch natürlich Schraubpunkte, dass man da nochmal was aufschrauben kann. Für den Fall, dass man sich halt einfach nochmal ein Gehäuse selbst drucken möchte. Beziehungsweise, ich glaube, das kommt einfach daher, dass die da das Gehäuse von dem M5 Pro einfach angeschraubt haben. Deswegen, es ist eigentlich von der Mechanik und allem drum und dran her relativ identisch zu dem M5 Pro. Außer, dass der M5 Pro, glaube ich, eine Kabelkette hier oben drin hat. Und das Display auch ein bisschen besser integriert ist in das ganze Gerät. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich gerne nochmal bei unserem heutigen Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen. Inzwischen gibt es dort auch weitere Service, wie zum Beispiel mal CNC-Fräse, Blechbearbeitung, Spritzguss oder aber auch 3D-Druck. Und in Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Voron Zero herstellen lassen. Das Ganze aus Nylon im 3D-Druckverfahren und auch noch zweifarbig. Und ich muss sagen, die Teile haben erstens perfekt gepasst und sind super rausgekommen. Ich freue mich, das Teil jetzt demnächst verbauen zu können. Und wenn ihr jetzt auch Blut geleckt habt, könnt ihr mit dem Code MOR-PCBWay, ich blende ihn hier unten nochmal ein, $10 auf eure nächste Bestellung entsprechend Rabatt kassieren. Und in diesem Sinne geht es weiter im Video. Aber da kommen wir gleich mal zum ersten negativen Punkt. Das Display. Das ist echt für einen Krampf. Wenn ich da drauf rumtippen will, brauche ich eigentlich so wie in den 90ern für den PDAs, die man damals hatte, so einen Stift, dass ich da drauf rumdrücken kann. Denn wenn ich mit meinem Finger drauf gehe, dann reagiert das zu, naja, ich sag mal 30, 40, 50% der Zeit eigentlich gar nicht. Das heißt also, ich muss immer 4, 5 Mal drauf drücken, bis der überhaupt merkt, ey, die Maggie will das wirklich, dass ich da jetzt endlich mal weitermache und ich muss jetzt endlich mal mit dem, naja, mal ein bisschen aus dem Puschen kommen und mal anfangen zu drucken oder zu arbeiten. Da ist er ein bisschen träge in der Hinsicht und das Display ist echt kein Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Das haben wir auch schon andere bemängelt. Und gerade mit diesen noch kleinen Icons, Flashforge, ganz ehrlich, das Interface sieht ja an sich ganz cool aus, aber dann macht wenigstens die Buttons so groß, dass man die mit den Fingern auch ganz normal antippen kann und dass das Display auch reagiert. Das geht auch, wenn man das größer macht, denn die Icons und die Buttons sind so klein gehalten, dann ordnet das lieber ein bisschen anders an, dass er die Seitenleiste vielleicht oben hin macht oder das Ganze vielleicht zusammenfasst. Das würde natürlich wunderbar gehen, denn der hat quasi zwei Einstellungsmenüs. Das eine könnt ihr ein Firmware-Update und alles drüber machen und bei dem anderen könnt ihr die ganzen Standardsachen machen, wie Filamentwechsel und alles drum und dran und sowas in der Richtung. Das kann man natürlich auch nochmal ein bisschen zusammenfassen, dann hat man ein bisschen mehr Platz auf der Oberfläche und dann hat man auch nochmal ein bisschen mehr Platz für die Buttons, um die ein bisschen größer zu machen. Ob das wirklich was bringt bei dem Touch-Display, weiß ich nicht. Ich finde momentan der Trend, auch beim Ender 3 V3 KE, dass sie alle Touch-Displays einbauen wollen, kann ich verstehen, ja, dass man da halt so ein bisschen mit dem Trend mitgeht. Da ist zum Beispiel Prusa mit dem MK4 komplett konträr dagegen. Aber das finde ich dann auch okay, wenn Prusa das macht, weil da funktioniert es wenigstens ordentlich. Die haben ein schönes Farbdisplay drin, was man mit einem Klickwheel bedienen kann. Und das würde ich hier zum Beispiel mal eher begrüßen, als zum Beispiel mal so ein Touch-Display, weil hier macht es absolut gar keinen Sinn. Ja, das ist echt ein Krampf und macht dann auch wirklich keinen Spaß. Und dann kommen wir mal gleich zum nächsten Punkt, was man über das Touch-Display nämlich machen kann. Man kann das Gerät natürlich jetzt zwar groß grob bedienen, man kann Druck starten, alles drum und dran. Man kann aber kein Filament entladen. Ihr habt richtig gehört, ja, man kann Filament laden. Und wenn man dann Filament wechseln möchte, zieht man hier oben den PTFE-Schlauch ab, knipst hier oben mit der Knipex dann entsprechend das alte Filament ab, schiebt das neue schon mal rein und sagt ihm, ey, pass auf, ich möchte eigentlich jetzt ein neues Filament laden, ich möchte das jetzt wechseln. Und im Grunde genommen macht er nichts anderes, außer einmal Filament zu laden. Also retracten tut ihr nicht wirklich. Ja, also wirklich das Ganze wieder zurückfördern. Und das führt dann auch dazu, ich greife mal gerade hier durch. Das sind jetzt wohlgemerkt zwei Filamentwechsel. Ne? Das war der erste.
wo ich nur Material eingeführt habe. Das übrigens, by the way, das Titanium, Burnt Titanium Blue, was die dabei haben, ist echt eine geile Farbe, muss ich einfach sagen, ja. Das ist echt eine schöne Farbe. Habe ich auch, glaube ich, schon mal in dem einen oder anderen Short gezeigt. Ich zeige euch gleich nochmal ein bisschen B-Roll von Teilen, die ich da drauf gedruckt habe. Die blende ich euch ein. Die sind okay, aber da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. Aber es ist eine schöne Farbe, es lässt sich gut drucken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, nee. Das nur für einen einzigen Filamentwechsel, ja. Altes Filament raus, das neue Filament rein. Ich habe jetzt hier natürlich das gleiche Material, weil ich jetzt gerade keine andere Rolle verfügbar hatte. Das ist aber schon eine Menge Material. Und die kann man nicht steuern. Beim Prusa ist es halt so, dass der sagt, okay, ich fördere mal ein bisschen raus, blub. Dann sind da vielleicht so viel Material auf der Platte. Und dann fragt er, willst du noch mehr extrudieren? Und dann sagst du, ja. Und dann kommt nochmal so viel raus. Und dann fragt er, jetzt okay? Nee, passt immer noch nicht. Dann drückst du auf ja, okay. Und dann hast du am Schluss vielleicht genau die Menge, die du brauchst, um den Farbwechsel hinzubekommen. Er hier rotzt erstmal so ein Knüttel hier raus. Und davon habe ich jede Menge. Das ist natürlich Materialverschwendung per excellence. Ja, also das muss echt eingestellt werden. Flashforge, wenn ihr das seht, macht doch bitte so, dass ihr immer nur so eine kleine Menge extrudiert. Und dann fragt, wie bei Prusa, willst du noch weiter extrudieren oder reicht es dir jetzt? Und dann kann man das als Benutzer selbst irgendwie ein bisschen besser steuern. Oder dass man gleich sagt, okay, man gibt als Benutzer eine Zahl ein, wie viel man extrudieren möchte, weil man ungefähr die Werte im Kopf hat. Das ist natürlich auch vollkommen okay. Da gibt es unterschiedliche Ansätze für. Was ich positiv an dem Gerät finde, fangen wir mal hier an. Der Griff hier oben. Das würde ich mir von anderen Herstellern wünschen, dass hier einfach so mit 2, 3 Schrauben das Ganze einfach hier so ein Plastikgriff angeschraubt, weil wenn das Ding heiß ist, ich habe jetzt die Seite, weil da habe ich jetzt einen Kleber drauf, weil ich was testen wollte. Und dann kann man das auch wunderbar, auch wenn das Ding mal 100 Grad heiß ist, einfach hier am Plastik vorne anpacken, abmachen und fertig ist. Ja, das ist eine wunderschöne Sache, muss ich echt sagen. Gefällt mir richtig gut. Was ich auch gut finde, ist, dass auf der Rückseite der Netzwerkanschluss ist. Das heißt also, man kann das Ding mit Wi-Fi, aber auch mit Netzwerk, also mit Ethernet betreiben. Das finde ich mega geil, weil dann brauche ich hier drauf kein Wi-Fi aktivieren. Und das würde ich mir wünschen, dass das auch alle anderen Hersteller, ich meine, Prusa hat es ja schon drin, aber dass auch alle anderen Hersteller sagen, jetzt bei dem Ender 3V3, der geht nur über WLAN, dass die sagen, okay, wir bauen mal noch für ein paar Cent den Netzwerkstecker ein. Ja, finde ich wunderbar gelöst. Problem ist nur, das Ding bringt euch nichts, weil ihr könnt das Ding nur über die FlashForge-eigene Slicer-Software entsprechend steuern momentan. Die haben zwar versprochen, dass es irgendwann über Orca-Slicer gehen sollte, es kam auch ein Repository von denen raus, wo Orca-Slicer nochmal drin war. Das habe ich mir noch nicht angeschaut, was denn da jetzt alles geändert worden ist und warum das denn damit jetzt auf einmal funktionieren soll und mit dem Original-Orca-Slicer nicht. Ja, vielleicht haben sie da nochmal eingebaut, dass das Ganze dann über deren Cloud geht und dann die Daten nach China gehen, was ich ein bisschen komisch finde, warum man das überhaupt macht. Aber ihr fragt euch jetzt bestimmt, Moment Maggie, da ist doch Clipper drauf. Ja, ist es auch. Das hat, wie heißt es, Stonetime rausgefunden. Muss ich ihm echt Kudos geben, dass er da in der Hinsicht das Ganze so rausgefunden hat. Er hat das Ding nämlich gehackt sozusagen. Er hat hier oben, wie heißt es, über den USB-Stick, wie heißt es, ein Skript drauf gespielt. Ein Init-Skript, was er dann geschrieben hat. Was ich echt cool finde, den Link zu dem Repository verlinke ich euch unten, auch zu seinem Video, wo er das erklärt hat, wie er das gemacht hat. Und darüber kann man den Drucker quasi routen. Ja? Damit geht wahrscheinlich im Prinzip auch natürlich die Garantie von dem Gerät flöten, wenn ihr sowas macht. Das ist wahrscheinlich wie genau wie bei Creality, nur mit dem Unterschied, dass Creality das direkt im Menü freigibt, dass ihr sagt, okay, ihr könnt das direkt im Display, im Gerät selber lösen. Hier muss man das Ganze halt dann erstmal so freischalten. Das Problem ist nur, der Prozessor, der verbaut ist und alles drum und dran, führt dazu, dass man zwar Clipper drauf hat, was FlashForge erstmal verschweigt und auch bis jetzt kurz vorm Video, bevor ich das drehe, halt auch kein Repository freigegeben hat. Die haben es jetzt erst, glaube ich, vor 2, 3 Tagen wirklich freigegeben. Wenn ihr es seht, das Video wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Aber im Prinzip bringt einem das nichts, weil es dafür noch keine Web-Oberfläche gibt. Ja, ihr habt richtig gehört, es ist Clipper drauf, es gibt keine eigene Flash-OS oder so in Richtung wie bei Creality, was dann so eine abgespeckte Version von Mainsail ist oder sowas. Es gibt kein Mainsail, es gibt kein Fluid, kein gar nichts und man kann es auch nicht installieren momentan, auch kein Moonraker. Ganz einfach, weil ja, der Prozessor so speziell ist, wahrscheinlich weil der Arbeitsspeicher ein bisschen schwach ausgerüstet ist, sondern da wirklich nur Barebone Clipper draufläuft. Und ich finde es ein bisschen dreist, weil der Drucker an sich, wenn er eingehaust ist, komplett genauso viel kostet wie ein K1, aber der K1 softwareseitig deutlich mehr kann. Das heißt also,
Da kann man dann Mainsail drauf installieren. Da kann man Octo Everywhere installieren, wenn man das möchte. Da kann man wirklich so viel machen. Man hat eine Web-Oberfläche auch von Haus aus mit drauf. Man muss es also nicht unbedingt routen. Das ist hier alles nicht der Fall. Und das finde ich ein bisschen schade. Man kann den Drucker auch nicht über Orca Slicer bedienen, jetzt von der per Remote aus, sondern man lädt sich wahrscheinlich diese spezielle Version von FlashWatch drauf, die ich ein bisschen ominös finde. Aber mit der Orca Slicer Version, die jeder bei euch zu Hause installiert hat, kriege ich das Ding einfach momentan noch nicht connected, zum Zeitpunkt, wo ich das Video drehe. Kann sein, dass wenn ihr das Video schaut, dass da FlashWatch was dran geändert hat, dass es dann endlich geht. Aber aktuell ist es einfach nicht möglich. Und dann kommen wir mal zum Thema Lautstärke und Druckgeschwindigkeit. Das Ding ist ultra laut. Ja, also auch mal im Vergleich zum K1, den ich direkt neben dran stehen habe, ist das Ding hier ein gutes Stück lauter als der K1. Klar, der K1 ist eingehaust, aber wenn ich da drauf PLA drucke, dann mache ich auch den Deckel ab und die Tür vorne auf, ganz einfach, weil ich möchte, dass da genug Luft reinkommt. Er könnte rein theoretisch auch komplett geschlossen drucken, aber ich mache es meistens nicht, weil es halt einfach besser ist für das Material, nicht, dass es in der Düse kristallisiert. Und der hier macht nochmal ein gutes Stück mehr Krach. Das zeige ich euch nochmal, wo ich nochmal ein bisschen B-Roll einblende mit den einzelnen Messpegeln, die ich von den Druckern habe. Und das finde ich schon echt bedenklich. Zudem kommt ein K1 mit LEDs. Die hat er hier jetzt gar nicht, die müsste man nochmal nachrüsten. Man kann hier, man sieht, das ist wirklich wie beim M5 Pro, man hat hier die einzelnen Abdeckungen für die Filter, die man einbauen kann. Das heißt also, na, wenn ich das wieder reinkriege, mach's später. Das heißt also, man hat die Kabelkanäle, die Filter einlässt und alles drum und dran hat man da. Das bedeutet, man kann das Gerät nochmal nachträglich einhausen und man kann auch einen Filter nochmal nachträglich einbauen. Ich vermute mal, dass man hinten, das hat auch einer im GitHub, der G99 hat das geschrieben, dass dort auch die Anschlüsse auf dem Board, die JST-Stecker, die JST-Female-Stecker, wo man die Kabel draufstecken kann für die Lüfter und alles und für die ganzen Konnektoren, da sind nur die Pinouts da, aber die Stecker fehlen. Das heißt also, man hat sich da selbst das gespart. Und das finde ich schon ein bisschen traurig, dass man sagt, okay, man verbaut sich quasi dieses doch an sich recht schöne Gerät, denn die Druckqualität ist schon okay. Ja? Ich habe jetzt für den Z100 Drucker Teile gedruckt, gerade den Rahmen gedruckt. Das ist erstmal von der Qualität her auf den ersten Blick okay. Auf den zweiten Blick merkt man, okay, da hat man so ein bisschen noch ein, wie heißt das, so ein leichtes Artefakt in der XY-Achse an der Außenwand drin, dass da so ein leichtes Wobbeln drin ist. Das ist nicht schlimm, das kriegt man abgestellt, wenn man halt hier oben mal die Gurte ordentlich einstellt und dass das auch wirklich ordentlich funktioniert. Das werde ich demnächst auch nochmal machen. Ansonsten ist es eigentlich ein grundsolides Gerät, muss ich sagen. Da gibt es also nicht wirklich viel dran auszusetzen. Die Druckqualität ist erstmal okay. Klar, die Filamente müssen nochmal eingestellt werden zum Teil. Ich habe das jetzt hier nur auf das FlashWatch PLA eingestellt. Und wenn ich ein anderes Material drauf packe, dann, ja, die Drucke brauche ich euch nicht zeigen, weil die sehen dann nicht immer so wirklich so wunderbar super aus. Was noch positiv an dem Gerät ist, und das muss ich echt sagen, das ist das, was der Hersteller verspricht, nämlich diese 3 Sekunden Schnellwechselfunktion. Und da sage ich, ja, das funktioniert wunderbar. Ich kann hier einfach, blub, hier hängt noch oben dran, das Material ist noch dran. Aber ich kann hier, wie ihr sehen könnt, einfach die Düse rausmachen, kann eine neue holen, kann die reinstecken, fertig ist das Ganze. Ja? Ich könnte jetzt hier mit der Knipex das Ganze einfach abknipsen, neue Düse reinpacken. Das geht also, wie ihr sehen könnt, richtig flott. Und ich muss hier nur nochmal, ich zeige euch das Ganze nochmal in der Nahaufnahme. Und dann rastet das Ganze ein. Und fertig ist der Düsenwechsel. Ich habe auch noch mal eine 06er Düse da, weil ich noch mal das PLA in Midnight Blue, glaube ich, heißt die Farbe, mit Kohlefaser verstärkt bestellt habe. Das soll der Drucker auch können. Da bin ich jetzt gespannt drauf. Da werde ich euch auch noch mal ein paar Shorts dann produzieren, wenn ich dann soweit bin, dass das Ganze funktioniert. Das macht schon echt Bock, muss ich sagen. Wenn ich mal vergleiche mit dem K1, der echt ein Krampf ist, da die Düse zu wechseln, oder aber auch mit dem Bruiser, der bis jetzt so mein Favorit war, in der Hinsicht 2 Schrauben lösen, 2 Kabel abziehen, fertig. Da ist das nochmal eine Nummer einfacher. Muss man ganz einfach sagen. Der Nachteil allerdings ist daran, dass die Düse wirklich so eingehaust ist, dass man da nicht mal vorne die Düse einfach nur wechseln kann, sondern das komplette Hotend gleich austauschen muss. Das finde ich ein bisschen schade, gerade wenn die Düse verstopft ist oder so, sowas in der Richtung, dass man dann da so eine Materialschlacht hat. Ja, dass man das komplette Teil quasi austauschen muss. Das finde ich echt schade und das ist auch was, was sie sich, glaube ich, bei Bamboo abgeschaut haben, was ich echt nicht begrüße. Da würde ich mir einfach wünschen, dass die Hersteller mal auf eigene Ideen kommen. Display hier oben, ja, das ist genauso wie bei Bamboo, der Filamentspulenhalter. Warum muss der hinten dran sein? Ja, ich würde es mal begrüßen, wenn endlich mal ein Hersteller kommt,
Tooltrees mit dem SK1 hat das gemacht. Die haben hier einen Filamentspulenhalter an die Seite gemacht. Danke, Tooltrees, ja. Den werden wir uns auch demnächst nochmal angucken. Der ist unterwegs, der kommt bald. Wer das also auch nicht verpassen will, Kanal abonnieren. Aber dass man die hier hinten dran packen muss, ja, das finde ich absolut nicht okay. Man hat zwar hier Bohrungen und alles drum und dran, dass man da nochmal vielleicht was eigenes designen und dran packen kann. Aber warum kommt es nicht direkt von Werk ab? Dass man sagt, okay, man hat hier oben genug Bohrlöcher und alles drum und dran, wo man die Spule dran packen kann. Auf beiden Seiten. Dass man unbedingt hinter das Gerät reichen muss, hat Onkel Jesse in seinem Video schon gesagt gehabt, finde ich genauso beschissen, wie er es sagt. Das sind einfach Krankheiten von Bambu, die die Hersteller beim Klonen von den Druckern einfach 1:1 blind übernehmen und nicht wirklich selbst mal ein bisschen Hirnschmalz in die Geräte packen, sondern Hauptsache, wir haben Bambu geklont. Hauptsache, wir sind am Markt und wir sind mit dem aktuellen Topmodell von Bambu mit on par oder dass wir halt da was rauswerfen, was so ähnlich aussieht. Und Hauptsache, wir können da entsprechend mithalten, aber wir machen uns keine Gedanken darüber, dass das dann auch wirklich Sinn macht, was sie da machen oder was ist, wir entwickeln nicht wirklich weiter, sondern wir kopieren einfach nur stur. Das finde ich wirklich schade, das merkt man an vielerlei Hinsicht und da kommen dann auch viele Fehler her, weil man es dann noch kopiert, aber nicht richtig kopiert. Und damit sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Ihr wisst jetzt, warum ich das Ding nicht empfehlen kann. Ich finde, es sind einfach viel zu viele negative Punkte dran. Da würde ich dann eher wirklich in Richtung Creality K1 gehen, der dann komplett eingehaust ist, ein paar Euro mehr kostet, wo ihr also nicht 1000 Euro oder mehr ausgeben müsst für ein X1 oder sowas oder ein P1S mit AMS-Kombo. Da macht der K1 oder der K1C demnächst deutlich mehr Sinn. Und in diesem Sinne hat es euch hoffentlich gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Vielen lieben Dank an meinen Sponsor PCBBay und natürlich auch an meine Patreonen, die solche Videos hier möglich machen, weil nur mit denen konnte ich so einen Drucker auch mal kaufen und testen. Und in diesem Sinne, hodeln Sie rein, happy printing und ciao.